Denn unsere Welt, meine Damen und Herren, ist schlecht. Aber zum Glück gibt es Günther Wallraff. Den kennen noch alle, denn wer hat seinen Bestseller Ganz unten nicht verschlungen? Damals 1820 in der Mittelstufe. Jetzt gibt es ein neues Buch, heute groß beworben. Ich hätte ihn fast gar nicht erkannt. Das hier ist auf der Titelseite und das ist die neue Rolle Ali als Schwarzer. Er hat sich, hat mich irgendwie an den Tatort vom Sonntag erinnert, aber er hat sich verkleidet als Afroamerikaner, um zu sehen, wie geht es den Menschen in diesem Land. Das ist ein Buch aus der schönen neuen Welt. Günther Wallraff hat darüber berichtet. Und ich muss wirklich sagen, ich war schon früh süchtig nach den Büchern von Günther Wallraff. Aber als ich jetzt festgestellt habe, wie seine neuen Masken sind, welche neuen Figuren er auf Lager hat, um Missstände in unserer Gesellschaft anzupangen, achten Sie mal drauf, ob Sie ihn auf Anhieb erkennen. 24 Jahre nach seinem Mega-Erfolg Ganz unten feiert Günther Wallraff ein glänzendes Comeback. Monatelang hat er sich auf seine verdeckte Recherche vorbereitet. Wieder hat er eine andere Identität angenommen. Die Menschen verhalten sich ganz anders. Man erlebt die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel, so wie sie auch für die meisten Menschen ist. Ne? Zum Teil viel härter. Jetzt noch eine Perücke. Fertig ist die Metamorphose. Ich träume irgendwann auch in der Rolle, ja? Dann gehe ich darin auf. Ich träume irgendwann auch in der Rolle, ja? Dann gehe ich darin auf. Sehen Sie Günther Wallraff als Katrin Bauerfeind in Ganz oben. Eintritt in die FDP. Werden Sie Zeuge, wie es ihm gelungen ist, hinter die Kulissen der Partei zu schauen. Sehen Sie, mit welcher Begeisterung er aufgenommen wurde. Er möchte beitreten. Super, das ist sehr schön. Warum? Welche Missstände er schonungslos aufgedeckt hat. Bettwäsche haben wir nicht. Welche Versprechen ihm gemacht wurden. Freiheit im Internet, da werdet ihr euch verstärkt für einsetzen, ne? Ja. Freuen Sie sich auf Ganz oben. Eintritt in die FDP. Ja, die Aktion war wohl die risikoreichste. Ich hatte vorher mein Testament gemacht, weil ich mit allem rechnen musste. Demnächst im Ersten.